Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, in Berlin-Kaulsdorf wurde zum Schuljahresbeginn im September ohne Vorwarnung die Franz-Karl-Aschar-Grundschule geschlossen und geräumt. Ursache: fortschreitender Hausschwamm, seit mindestens 2013 bekannt, durch Nichthandeln der zuständigen Bezirksstadträte nicht bekämpft, jetzt auch begründet mit dem Argument, es wäre kein Geld da gewesen. Für den Bezirkselternausschuss Steglitz-Zehlendorf ist das Kalenderblatt 2 des Adventskalenders, der alarmierende Zustände an Schulen in ganz Berlin anklagt. Herr Saleh ist gerade rausgegangen. Nee, da ist er noch. Ich frage Sie, an welchen Stammtischen haben Sie denn erfahren, dass die SPD konsequent die Schulsanierung vorangetrieben habe? An den Berliner Schulgebäuden gibt es einen auf mindestens 2 Milliarden Euro, neuerdings bis 6 Milliarden Euro geschätzten Sanierungsstau, der immer größer wird. Der Senat weiß weder, wie hoch dieser tatsächlich ist, noch wie er ihn mittelfristig abbauen kann. Die Linksfraktion fordert deshalb vom Senat einen Masterplan, der genau dies leistet. Grundlage muss eine standortgenaue Analyse des Sanierungsbedarfs sowie zur Durchsetzung der inklusiven Schule des Bedarfs für die Schaffung von Barrierefreiheit der Bestandsschulen sein. Wir brauchen ein Sanierungskonzept, das angibt, wie, in welchem zeitlichen Rahmen und mit welchen finanziellen Mitteln der bestehende Sanierungsstau an den Berliner Schulgebäuden schnell aufgelöst werden soll. Der Masterplan muss außerdem Richtlinien vorgeben, wie mit der Schulsanierung, den veränderten pädagogischen Anforderungen, der energetischen Sanierung und nachhaltigem Bauen entsprochen werden kann. Die Linke fordert ebenso ein Neubauprogramm auf der Grundlage einer realistischen und zukunftsorientierten Schulentwicklungsplanung, um den wachsenden Schülerinnenzahlen gerecht werden zu können. Eine weitere Verdichtung und die Anwendung des Raumnutzungskonzepts nur auf Neubauschulen dürfen nicht mehr zugelassen werden. Der erforderliche und zügige Schulneubau darf dabei aber nicht nur durch immer weitere Schulergänzungsbauten ersetzt werden, denn diese sorgen nicht für eine mitwachsende Schulinfrastruktur wie Mensen, Fachräume, Sportanlagen und so weiter. Der Senat hat im Sommer des Jahres zwar endlich einen Schulentwicklungsplan für Berlin von 2014 bis 2018 vorgelegt, aber dieser wurde vom Rat der Bürgermeister heftig kritisiert und zu Recht als unaktuell und nicht den Anforderungen der inklusiven Schule entsprechend abgelehnt. Der Abbau des Sanierungsstaus und der Schulneubau müssen mit einer Modernisierung der Schulgebäude verbunden werden, um den Erfordernissen der Barrierefreiheit und dem Lernen im 21. Jahrhundert gerecht zu werden. Um die damit verbundenen Aufgaben bewältigen zu können, fordert die Linksfraktion über den konzentrierten Einsatz von Landesmitteln hinaus ein bundesweites Investitions- und Aktionsprogramm, für das sich der Senat einsetzen muss. Dazu liegt Ihnen heute auch ein Haushaltsantrag der Linksfraktion vor. Eine Bemerkung muss ich noch machen. Nicht rückholbar ist für Berlin eben leider, dass die Koalition in den vergangenen Jahren die unerwartet hohen Steuermehreinnahmen in eine vom Bund nicht geforderte zusätzliche Schuldentilgung gesteckt hat, statt diese Mittel für den Abbau des Sanierungsstaus zu nutzen. Was die Stadt braucht, sind dann Sanierung und Schulneubau und auf keinen Fall einstürzende Schulbauten.